Wir begrüßen Herrn Ulrich Poplotzky von der Gardus Solution AG heute hier auf dem Stand der Quality Engineering. Schönen guten Tag, Herr Poplotzky. Guten Tag. Herr Poplotzky, mit welchen Neuheiten ist denn die Gardus Solution AG dieses Jahr auf der Control 2016 vertreten? Wir haben im Wesentlichen drei Neuheiten auf dieser Messe. Zum einen haben wir unser Modul Qualifikationsmatrix erweitert, sodass also auch Zeugnisse, Ausbildungs- und Befähigungsstände hinterlegt werden können. Als nächstes haben wir das Thema Produktionslogistik in die Hand genommen, um einfach den Fluss, den Warenfluss der Produkte zwischen den Maschinen und Anlagen noch genauer verfolgen zu können und auch ans ERP-System entsprechend rückmelden zu können. Und drittens, was eigentlich gar keine Neuerung für uns ist, aber von unseren Kunden inzwischen ganz gut angenommen worden ist, nämlich das Thema Learning Systems. Das heißt, so langsam aber sicher erkennen unsere Kunden, wie sie eigentlich die Ist- und Soll-Daten im System, die sie jetzt im Laufe der Jahre angesammelt haben, besser auswerten können und natürlich im Sinne von Big Data Analyse dann noch stärker verwenden können, um die Qualität und die Produktionsprozesse zu optimieren. Learning Systems, welche Zielgruppen sprechen Sie denn damit an? Also grundsätzlich natürlich die Zielgruppen, die wir schon seit langem betreuen, aus dem regulierten Umfeld, das heißt Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, auch Automotive, die eben schon sehr lange sehr hohe Anforderungen an die Dokumentation ihrer Qualitätsprozesse haben. Wir merken aber, wie so ganz langsam das Thema Qualitätsmanagement eben auch runterdiffundiert in andere Branchen, sodass wir eigentlich inzwischen fast alle Unternehmen und Branchen ansprechen, für die das Thema Qualitätsmanagement eben nicht mehr eine reine Dokumentation ist, sondern die ihr System für die Steuerung der Qualitäts- und Produktionsprozesse benutzen wollen. Stichwort Qualitätsmanagement. Welche Rolle spielt Industrie 4.0 im Qualitätsmanagement von morgen? Das ist eine ganz interessante Frage, über die wir in letzter Zeit auch oft diskutieren mit unseren Kunden. Interessant ist eigentlich, wenn ich zukünftig Cyber-Physical Systems habe, dann muss eigentlich jedes Produkt in der Fertigung und während des gesamten Fertigungsprozesses immer über seinen aktuellen Zustand Bescheid wissen. Das heißt, einmal zum Beispiel bei der additiven Fertigung entspreche ich immer noch den Fertigungsvorgaben und natürlich im Sinne einer Qualität. Welches Qualitätskriterium erfülle ich denn gerade oder muss ich vielleicht noch mal in einen Nachbearbeitungsprozess? Und natürlich, ich sage mal abschließend, das Thema Warranty Management kommt immer stärker. Das heißt, ich muss noch mehr Daten über einen noch längeren Zeitraum für noch mehr Kunden bereitstellen können. Um noch bei dem Thema Industrie 4.0 zu bleiben, auf welche Weise unterstützt Gardus denn seine Kunden auf dem Weg zu einer wirksamen Industrie 4.0 Strategie? Ja, wir sind natürlich Mitglied in verschiedenen Normungsgremien, die eben auch im Bereich Industrie 4.0 tätig sind, in diversen Ausschüssen. Diese Informationen sammeln wir und geben an unsere Kunden weiter. Wir diskutieren auch mit unseren Kunden und entwickeln dann entsprechende Prozesse in unserer Software, um die Kunden oder die Systeme vorzubereiten auf Industrie 4.0, um das Ganze eben als, ich sag mal, übergeordnete Schicht über das Thema Industrie 4.0 zu legen und die entsprechenden Prozesse, die auf die Kunden zukommen werden, orchestrieren zu können. Wir sind gespannt, was da auf uns zukommt. Wir danken Herrn Poplotzky für seine Ausführungen und wünschen Ihnen noch eine erfolgreiche Control 2016. Dankeschön, auf Wiedersehen.